Wahnsinn ist auch, was Thorsten beim Tanken zahlt. Auf seinem Gelände steht ein 7000-Liter-Tank, mit dem er seinen Scania füttert. Bei diesen Mengen ist er immer auf der Jagd nach dem besten Angebot. Jetzt will ich mal den Stefan zurückrufen. Weil ich hatte heute Morgen, habe ich einen Dieselpreis gesagt gekriegt von meinem Diesellieferanten. Der liefert mir immer das Diesel. Und den Preis will ich mal vergleichen mit... Eckert, servus. Grüß dich. Du, suchen wir mal einen Preis oder machen wir mal einen Preis für 6000 Liter Diesel heute. Tu mir mal einen Gefallen. Weil ich habe schon bestellt, ich sage das, wie es ist, aber es würde mich mal interessieren. Ganz regulär liegst du heute bei 110,30. Ja, dann muss ich noch einmal ein Telefonat führen, das nützt ja alles nichts. 110,30 zu 112,50. Frechheit. Das sind 120 Euro. 120 Öcken. Schäfer, na doch. Egger, Deutschland, moin. Moin. Ich brauche mal den Herrn Grief, aber der hockt ja heute in Schweinfurt, ne? Ja. Hast du mal eine Durchwahl von Schweinfurt für mich? Na klar, habe ich. 09721. Hier. Ja. Egger, Deutschland. Mr. Grief. Der Grief, ja, schon. Ja. Du, ich habe gerade Diesel angeboten gekriegt vom Mitbewerber. Das ist ja wohl eine Frechheit, was da läuft. Wie viel Cent gestern noch runter? Jetzt machen wir keinen Scheiß. Ja, du weißt, dass ich dich bei einem Cent nicht anrufen würde. 1,10,3 war die Anzeige vom Mitbewerber. Du sagst jetzt 1,11,0 und ich bin dein dickster Kumpel. Ja, Mensch, was machen wir denn? Du machst jetzt, was du kannst. Ich will gar keine Zahl her. Schreib's einfach auf die Rechnung drauf. Es wird sich nichts ändern in unserer Geschäftsbeziehung. Verlass dich drauf. Also machen wir so. Danke, bis dann. Danke auch. Ciao. Ciao. Dem habe ich es jetzt aber besorgt. Siehste, 100 Euro verdient mit einem Telefonat.